letzte Woche gehört bei NTV, dass die Leute gut bezahlt worden sind, die das gebaut haben. Das ist, und du hast also hier, und jetzt ist es das einfach, was ist Realität? Und jetzt musst du dich immer runterholen, was ist jetzt Realität? Es ist ein Buch, es ist Wissen. Es ist Wissen und es wird von dir jetzt erst einmal bebildert in deinem Bewusstsein, feinstofflich aufgespannt und mit Wollen, mit Konzentration kannst du die materialisieren. Wenn du hinfährst, wenn du meinst, du willst es sehen, Krisenherde, Grieche, du kannst alles materialisieren, du musst bloß deinen Arsch symbolisch jetzt bewegen. Asch ist dein schöpferisches Feuer, deine schöpferische Logik, das ist es, Asch. Darum bist du als Mann ja ein Eisch. Das ist praktisch hier A-Isch, heißt die Schöpfung von etwas Bestehendes, das macht der Mann. Okay? Und das ist also hier, dass du definitiv alles machen kannst. Natürlich in Abhängigkeit, wenn du was ganz Neues machen willst, musst du dir eigene Logik ausdenken. Da musst du dann wirklich schöpferisch sein, weil das, was du zur Zeit erschaffen kannst, ist ja eigentlich bloß nachgedacht. Das ist im Großen und Ganzen, musst du dir eingestehen. Ich sage euch, wenn ich jetzt als Bruder bei aller Bescheidenheit auf meinen großen Freund zurückgreife, egal wen du mir bringst, egal welchen Esoteriker, egal welchen Professor der Physik, der Chemie, der Geschichte, egal wenn der den Mund aufmacht. Ich sage dir genau, in welchem Buch das drinsteht, was er nachplappert. Das ist einmal das, was Fakt ist. Das wirklich Neue findest du höchstens in einem gewissen Maß bei Künstlern. Und die müssen sich eingestehen, wenn du einen ehrlichen Künstler, dass er da sitzt. Und ich habe euch das einmal gesagt, mit meinem Peter Losse zum Beispiel, wo er sagt, Udo, mir muss das nicht. Ich sitze da vor einer Leinwand oft 14 Tage, von morgens bis abends und klotze auf die Leinwand. Und es passiert, dass er jetzt richtig Kunst macht. Nicht nur, dass er jetzt technisch perfekt ist, das ist die eine Seite, technisch perfekt sein kann man lernen. Das ist, er hat an der Hochschule Kunst studiert. Aber das ist ja nicht malen. Ich sage, lernen, dass es fast fotorealistisch ist, kann jeder. Sondern wirklich, Kunst geht nur, Künstler sind inspiriert oder Dichter. Das sind wirklich nur Werkzeuge. Und er sagt, ich sitze 14 Tage vor einer, der macht so ganz große Sachen, vor einer Einleinwand und ich glotze von morgens bis abends die Leinwand an. Und das ist wie, wenn man bei Mozart sagt, der sagt, die Zauberflöte war ein Gedanke. Und dann musst du sich ein paar Wochen hinschreiben und musst aufschreiben. Ich kenne das. Keiner kennt das besser wie ich. Die Ohrenbohrungen, diese 1000 Seiten, sind ein einziger Gedanke gewesen und dann muss ich mich bloß hinschreiben und das rausschreiben. Ich glotze auf die leise Leinwand, sagt, und es ist ein Gedanke und dann sehe ich auf der Leinwand das fertige Bild. Und dann grinse ich ihn an und dann sage ich zu ihm, und dann magst du eigentlich nur noch malen nach Zorn. Er füllt das, was er sieht, füllt er eigentlich nur aus. Er ist nur Werkzeug. Und das ist die Kunst, wo man dann sagt, in dem Großen, wenn das nicht ist, ist nichts. Dann kannst du nur kopieren. Und jetzt kommen wir zu Computern. Das ist wie bei Computerprogrammen, dass ein Computer durchaus illusionär schöpferisch sein kann, so wie ein Fraktalgenerator. Ich kann durchaus mittlerweile einen Computer Musik komponieren lassen. Ich kann, aber das ist nie was Neues. Er hat ein Programm und erzeugt das scheinbar Neue. Durch Hochrechnen, durch Iterieren entstehen Strukturen, die aber, wenn du die genauer anschaust, immer wieder zurückzuführen sind auf das eine Programm, was sich auffächert. Er kann nie, ein Computer ist in diesbezüglich das Schöpferische nur ein Fraktalgenerator. Und ich mache gern wieder ein Beispiel, wir denken uns jetzt an Picasso aus. Diesen Picasso, den lassen wir jetzt Folgendes denken in einer Biografie. Dieser Picasso hat gesagt, ich habe in meinem Leben nur 3 Bilder gemalt, wo ich sage, die habe ich als Künstler gemalt. Eins davon ist ein berühmtes kubistisches Bild, der Kubismus, dieses Getreide. Es gibt tausende kubistische Bilder, auch von Picasso, hat sehr, sehr viel, war ja sehr produktiv. Und er sagt, es ist nur, ich habe 3 Bilder gemalt, eins davon war das kubistische, hier das erste. Und dann habe ich mir nur selber kopiert. Weißt du, diese Idee des Kubismus, was auch andere Maler danach übernommen haben, das ist so ein zündende Elle, so ein vollkommen neuer Malstil. Und jedes kubistische Bild ist nur eine Iteration dieser Idee. Oder mein berühmter Rudolf Diesel, wo der schon so oft gehört hat. Dieser Gedanke, wo der mit der Luftbombe spielt, Rudolf Diesel drückt zusammen und heißt, du weißt, was ich meine. Der sitzt, spielt mit einer Luftbombe und dann kriegt er diesen Gedanken. Das ist ein schöpferischer Impuls. Dieses Ding dann zum Laufen zu bringen, erfordert unendlich Energie. Trail and Error. Und du musst wissen, von diesen ersten mehr knatternden als laufenden Einzylinder mit einer riesen Schwungscheibe, viertakter Dieselmotor, der in Augsburg angeblich das erste Mal bei MAN gelaufen ist, bis zum heutigen Turbo-Diesel-Computer gesteuerten, Direkteinspritzer, Computer gesteuert mit Luftlängemessung und so weiter und so fort. Es ist nur diese Idee und alles, was danach ist, ist iteriert. Da gibt es eine, das andere. Du wirst irgendwann einmal
ist es zwingend notwendig, dass wenn ich einen Zylinder habe, dass ich es auch mit einer riesen Schwungscheibe, um die Takte auszugleichen, warum mache ich nicht mehrere hintereinander und dann kann ich die Schwungscheibe kleiner machen und es läuft ruhiger. Und dann irgendwann einmal denke ich mir natürlich, okay, wenn ich jetzt die Luft vorher komprimiere, kriege ich noch mehr Druck und ich kann das ja so einspritzen, dann ist in einem anderen Bereich die Elektronik, wir können ja das nur mit Elektronik. Das ist zwar auch kreativ, aber du wirst feststellen, das ist zwingend notwendig, das ergibt sich aus dem Ding, dass das automatisch dann wächst. Auch viele kleine Schritte, aber alles ist diese eine, das ist das einzige Schöpferische und alles andere ist dann nur fraktal aufgebaut, was sich dann ergibt. Und das ist, darum sage ich immer, Künstler können das, was Inspiration ist. Und Inspiration, wer es noch kennt, sind Komiker, die spontan arbeiten. Und das merkst du zum Beispiel, dieser berühmte, wo ich jetzt auch, was mittlerweile für mich eine erbärmliche Figur man ist, behaupte ich jetzt einmal, nicht abwertend, ist Gottschalk. Der Name sagt schon, der Schalk im Nacken. Was hat den eigentlich berühmt gemacht in jungen Jahren? Weil er nur von einem unheimlichen Spontanwitz gelebt hat. Und den kannst du nicht lernen. Das sind bei einigen, das merkst du, es gibt Komiker. An mein Musterbeispiel, mal glaube ich schon mal gesprochen, ist Harald Schmidt fürs Negative. Das ist absolut einer, der nur vom Teleprompter ablesen tut und im Hintergrund der 32 Mann damals noch eine Mannschaft hatte. Ein hochbezahltes 32 Mann, dem das ganz jeden Morgen die ersten Zeitungen nimmt, alles durchforstet und Gags für ihn ausdenkt, die er abliest. Das ist so dieses Filper-Komik, wo du merkst, wenn die Programm wiederholen hergestellt ist. Das ist oft einmal nett, wenn man das das erste Mal hört, aber dann kommt dieses, du merkst, es ist Arbeit. Und es gibt dann welche, die einfach wirklich nur spontan sind. Die können auch ein Programm machen. Absolutes positives Musterbeispiel an Engelke. Die Engelke. Engelke. Die ist ja ein Feuerwerk, diese Frau, an kreativ, wenn du magst, an schräg, an sprachbegabt. Mhm. Und da darfst du nicht denken. Mhm. Erstens mal sucht sich das keiner raus. Es geht nicht, ob dir das gefällt oder nicht, sondern einfach nur die Kreaturen beobachten. Ja, und wenn du die beobachtest, merkst du in diesen Situationen, da ist das, was die ausmacht, ist einfach, die sprudelt über. Da merkst du hier, die gibt sich einfach bloß hin und ist das, was sie ist. Das ist das Erste. Da kannst du nicht auch bisschen spaßig sein. Das ist immer gequält. Das kriegst du irgendwann einmal mit, diesen runtergelesenen Humor. Und das ist jetzt, dass ich euch einen Trick sage. Wie werde ich inspiriert, wenn du möglichst viel Platz in dir schaffst und nichts behalten willst? Das ist der Trick. Dass du kein eigenes Wissen hast, sondern dich zu einem Werkzeug machst und einfach das benutzt, was jetzt da ist, ohne was festhalten zu wollen in Form von Besitz, das ist meins. Es ist eh, was da ist, ist eh wichtig. Ich sitze auf da und sage ich jetzt als Udo, was wollte ich jetzt sagen? Dann ist nicht wichtig, ihr kennt das. Ja. Dann ist es nicht, weil ich ja vom Hundertsten ins Tausendste komme, und das habe ich euch auch schon erklärt, weil ich mache mir keine Gedanken. Ich habe zum Beispiel einen Almener, ich rede jetzt normal als Mensch, soll es den geben, wenn du Geist nicht dran denkst, dass ich in Almener immer wieder sage, ich habe mir noch nie, wenn ich jetzt da komme, eine Sekunde, ich muss ja was vorbereiten oder was, ich stelle mich hin und lasse es fließen. Erinnert euch, wie oft ich in Almener gesagt habe, ihr dürft eins glauben, keiner hört jetzt den Sprecher aufmerksamer zu wie der Udo. Und das ist also, dass wenn jetzt einige zum Beispiel erklären, was natürlich jedem, es sind ja manche, die erklären dann unter Freunden, jetzt Liliane zum Beispiel, und da sage ich immer, zu Liliane habe ich immer ganz definitiv gesagt, pass auf Liliane, wenn du da in deiner kleinen Gruppe sitzt und du erklärst was. Wenn du dich beobachtest, habe ich zu ihr gesagt, du willst irgendwas erklären, weil dich einer was fragt, und plötzlich fällt dir ein Beispiel ein. Und dann erklärst du dieses Beispiel. Und wenn der Geist, wenn dein Bewusstsein da ist, musst du dir eingestehen, dass du das genauso zum ersten Mal hörst, wie die, denen du das erklärst. Weil dir das genau in dem Moment einfällt, kennst du auch schon ein bisschen, ne? Kennst du auch. Wenn du bewusst bist, merkst du, da kommt plötzlich eine, das ist eine Inspiration. Und du erklärst, weil du wirst mit einer Frage konfrontiert und da kommt, weil du das ja mitteilen willst, kommt dir ein Beispiel, ein gutes. Und dann erklärst du das und du hörst genauso wie dem, den du es erklärst. Das ist eher das Eins. Hörst du das das erste Mal? Und das schöne Gefühl, wenn du Bewusstsein hast, was du dieses Bewusstsein kriegst, dein innerliches, ich sag mal, auf dieses imaginäre Gesicht, auf diese geistige Sicht, ein Lächeln gezaubert, weil du plötzlich feststellst, ist es da. Was ich auch immer mit Es meine. Verstehst du, es arbeitet mit mir. Und da kommst du in Kontakt mit dem, was man das Göttliche nennt. Und zwar, was ich dir erzähle, Andreas, ist hier ganz, ich sag mal, ganz ohne esoterischen Hibabo, ohne kirchlichen Bubatz, das sind alles Spinner. Das meine ich jetzt nicht abwägen, wir denken uns die aus, aber wir brauchen diesen Kontrast. Das sind wirklich Traumdänze im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich immer wieder sage, du musst Realist werden.
Und das Erste, um Realist zu werden, ist begreifen, dass alles, was du bisher unter dem Wort Realismus verstanden hast, das Unrealistischste ist, was es überhaupt gibt. Ist es so schwer, wie ich sage, vorurteilsfrei mit dem zu arbeiten, was jetzt da ist. Und dann wirst du nämlich feststellen, dass keine Glaubensgemeinschaft, ein anderes Wort für Religion, dass keine Glaubensgemeinschaft, und dazu gehört die Naturwissenschaft, mit hirnrissigeren Fakten, angeblichen Fakten arbeitet wie die Naturwissenschaft. Das sind genau die, die am lauthalsigsten für sich in Anspruch nehmen, dass sie nur mit bewiesenen Fakten arbeiten und nicht einmal wissen, was Fakten sind. Ich sage immer, zeig mir doch dann einmal ein Wassermolekül und zeig mir doch einmal, wie sich den Planeten um die Sonne rumdringt. Lass uns rausgehen, zeig es mir. Und dann werden die das alles erklären, dass man die jetzt nicht sieht, weil das jetzt auf der anderen Seite der Erdkugel ist. Ich sage, das ist alles vollkommen logisch, was du dir da ausdenkst, aber ich will, dass du es mir beweist. Wie definierst du Beweis? Und da habe ich in einem Selbstgespräch, das ist so tief, mach dir mal Gedanken, wann ist für dich was bewiesen? Und das Verrückte ist, die Antwort ist ganz einfach. Für mich ist dann was bewiesen, wenn ich etwas glaube und es nicht mehr in Frage stelle. Das heißt, mir hat irgendjemand was erzählt, es erscheint mir dann logisch. Es ist, pass auf, das ist ein Computer, da ist nichts drauf und den gebe ich ein Programm. Das erste Programm, wo du hast, das ist deine Logik. Was sollte dir logisch erscheinen, wie die Logik, die ich dir einprogrammiert habe? Ob jetzt das von einer höheren Ebene ein Virus oder was Sinnvolles ist, beurteilst du gar nicht. Du hast eine Logik und du kannst die abarbeiten, die läuft in dir. Okay? Jetzt ist es immer wieder so, darum ist es der Grund dieser Jugend, das ist eine Jugend, wo du gerade groß warst, ob du bei Neonazis, Basis aufwächst, ob du in einem roten Lager oder in einem schwarzen oder in einem christlichen oder in einem muslimischen Lager groß warst, wobei jetzt das sehr oberflächlich ist, weil wir müssen noch in Schwamminhalt und in Schwamm unterscheiden, da will ich jetzt aber nicht so auch ausholen, dass egal was für einen Schwamminhalt du hast, den du dir nicht raussuchen konntest, das ist das, was dir logisch erscheint. Und dann wird den ersten Inhalt, den man so mit 18, 20 Jahren dann eigentlich die erste Vervollkommnung ist, den du drin hast, wirst du alles, was neu auf dich einströmt, mit diesem Ideal vergleichen. Das heißt, wenn es nicht passt, dass es sich widerspricht, bekämpfst du es. Und dann wirst du merken, diesen unendlichen Schwachsinn, ob du dann demonstrierst für den Frieden gegen Atomkraft, es ist alles ein riesengroßer Haufen von geistlosen Nachplapperern, dass keiner nach dem symbolischen Sinn fragt, dass du zuerst einmal Atom ist das Undallbare. Das sagt das Wort schon, das Undall, Atomos. Das Undallbare. Da hat die Physik sich natürlich schon drüber erhoben und jetzt, weil sie ja so gescheit sind, haben die das Undallbare nochmal gesagt in einen Teilchen zu. Das hat man doch gesagt, das sind Protonen und Elektronen. Dann hat es dann nochmal Positronen gegeben, dann gibt es dann Quarks und dann wird nochmal und das waren dann immer mehr, weil das Problem ist, dass du was hast. Ich sage, was ist das? Das ist ein Tisch. Wir sagen, der Tisch ist das Unteilbare, dann sagst du, das gibt es nicht, das sind mehrere Sachen und dann haben wir wieder was und dann haben wir wieder was und dann sagt einer, das ist nochmal Krümel. Nein, wenn ich Krümel draus mache, sind das freie Krümel. Ich kann alles zerdenken. Die Frage nach dem Urknall, was war vorher? Und dann sage ich, vor dem Urknall hat es nichts gegeben. Im Urknall ist der ganze Raum und die ganze Zeit drin. Okay? Das ist übrigens bei den Haramein so schön. Pass auf, muss ich euch sagen. Da gibt es also hier bei Gravitation ein Standard, ein Annalen der Physikbücher, ist ein Zornäumel, den hat er voller Eselsohren. Kannst du dich erinnern an die Stelle? Muss man das besser machen? Das ist ein Standardwerk für einen Physiker über Gravitation. Und da sagt er hier, ist er studierter Physiker, wo er mit Koryphäen zusammensitzt, eigentlich ein Professor, und er natürlich der Kleine, und der macht sich dann immer so, dürfte da mit rein zu diesen, ne? Und dann sprechen die, und dann sagt er hier, die erklären jetzt, und ich mache kurz, er macht es dann auf, fällt er dann in die Kamera rein, und da ist also folgende Metapher drin, ne? Der Urknall, und zwar ist hier so ein Männchen, das ist eine Strichzeichnung mit einem Luftballon, wo ein Luftballon aufblasen wird. Und auf den Luftballon, und das ist jetzt die Metapher, gefällt mir, die werde ich jetzt etwas feiner machen, da sind Münzen drauf. Und er sagt, wenn man jetzt den Luftballon aufbläst, dann gehen die ganzen Münzen auf der Oberfläche gehen auseinander. Und ich erweitere das etwas, pass auf, stell dir mal Folgendes vor, wir machen mal einen runden Luftballon und wir machen auf diesen Luftballon Farbpunkte drauf. Okay? Dann geht es nicht nur, dass jetzt hier die Größe auseinandergehen, wenn ich das Münzenbeispiel habe, wo die in dem Buch haben, wo ich nicht ideal finde, sondern dass die zusätzlich sich von dem Mittelpunkt entfernen und zusätzlich hier noch auseinandergehen. Mhm. Wenn du jetzt aber einen dieser Farbpunkte anschaust und an die in einen Farbpunkt am Mittelpunkt denkst, wirst du feststellen, dass wenn der aufgeht, wenn der sich aus dem Mittelpunkt entfernt, zusätzlich, das ist wie auch um den Mittelpunkt sich ausdehnen von einem Farbkreis. Mhm. Das ist interessant, dass also zuerst einmal die Farbklecks sich aus dem Mittelpunkt entfernen
Und da ja jeder Punkt auf der Oberfläche eine Kugel ein eigener Mittelpunkt ist, das siehst du jetzt, egal wo du am Fahrpunkt hin machst, wenn wir zwei daneben machen und du schaust immer das Zentrum an, wird der beim Aufblasen immer gleichmäßig, das heißt die ganze Oberfläche weitet sich um jeden Punkt gleichzeitig aus. Kannst du ungefähr folgen? Und bevor ich jetzt da die Geschichte mit dem Hadamine weiter erzähle, dass du das, wenn du das jetzt machst, dass wir das aufmachen, haben wir zwei Bewegungen. Das Universum vom Urknall aus dehnt sich aus. Und auf der Oberfläche kriegst du zusätzlich noch jeder Punkt für sich selber. Und wenn das wieder zusammenfällt in sich, und jetzt machen wir, das wäre jetzt bisher, fällt alles in einem Punkt zusammen, dass du jetzt zwei Ausbreitungs-, vertikale und horizontale hast. Was jetzt hier bei den Hadamine in der Geschichte ist, also wie gesagt, das ist dieses Männchen, Strichzeichnung mit dem Luftballon, wo da erklärt wird in den Gravitation, was ja Schwangerschaft heißt, was mit der Matrix zu tun hat, die Gravitatio. Dass er dann hier, dass die da erklären, die Gravitationsgesetze hier, dass sich das Universum, wie sich das ausdehnt. Und dann sagt er, und ich habe mich ja fast nicht, ich bin ja eh Außenseiter, und dann melde ich mich so, und da ist er so spitzbübig, sagt er, und ist ja Englisch der Vortrag, ne? Und sagt, ich hätte auch mal eine Frage, und dann sind die großen Professoren um mich herum, und dann wird das Bild eingeblendet, und dann frage ich die, jetzt müsst ihr euch das Bildchen vorstellen, von dem Urknall, who is this guy, sagt er. Der, wer ist das, der den Luftballon aufbläst? Plötzlich, das ist ja die Frage nach, das darfst du nicht, hat er gesagt, das darfst du bei Physikern nicht, zu fragen, wer bläst es eigentlich auf? Who is this guy? Kannst du dich erinnern? Aber hat er selbst keinen Kräfte? Hä? Ja, ja, immer, das ist, er greift, also dann zu viel Physiker. Da ist er zu viel Physiker, weil da merkst du, bist du weg vom Fenster. Du darfst alles machen, wenn du seriös bist. Ich habe zum Beispiel hier, wenn du die Meos lesen, du hast Verblattung. Da gibt es die Standardübersetzung aus dem Griechischen, die Meos ist also, wo er hier die platonischen Körper beschreibt, wo dann die Elemente zugeordnet werden, wo übrigens der Spiegeltunnel, das Spiegeleck, bis ins Detail des Spiegelecks beschrieben wird, was dann die Raum, die Körper. Was interessant ist, dass hier dieses Buch von Platon im griechischen Original gelesen kommt, nicht ein aller einziges Mal das Wort Körper vor. Es wird als Körper übersetzt, die platonischen Körper. Das griechische Wort ist aber nicht das griechische Wort für Körper, sondern da steht Stereomata. Klingt schon Stereomata, klingt fast wie eine IMAX Cyberspace-Brille, ne? Ja. Stereomata. Ja. Das ist das griechische Wort für Körper, ist Stereomata, was da steht. Da steht nicht Körper, das griechische Wort für Körper. Jetzt, ich will da ganz, ganz kurz nochmal hier beim Aufblasen. Wir waren jetzt mit Platon. Ach so, und das sind jetzt, wenn, da gibt es natürlich die deutsche Übersetzung und jetzt ist immer wieder, dass du Fußnoten hast. Das heißt, bei diesen wissenschaftlichen oder bei Platon-Übersetzungen hast du dann oft, wenn du deutsche Übersetzungen hast, Fußnoten, die du hinten nachschlagen kannst, und das wird dann kommentiert, und das ist zum Beispiel eine Stelle, wo ich Leute immer zeige, in dem berühmtesten Übersetzungswerk von Demeus, in den Kommentar heißt es dann, da macht es sich Platon leicht, weil er einfach behauptet, das hat Gott so gemacht. Wir in der Wissenschaft nennen das die Faulheit des Denkens, weil so einfach kann man es nicht. Da steht, es ist ja total unser. Da macht sich Platon leicht, da sagt er einfach, das ist von Gott so gemacht. Wir Wissenschaftler dürfen das nicht machen, weil das ist mir nur zu faul zu denken, darüber nachzudenken, wie es wirklich ist. Da merkst du schon, was im Hintergrund weht. Und das sind immer wieder solche Stellen, also mit Geist, und ihr wisst, wie viele Videos ich euch eingespielt habe über Gehirnforschung, da wird nur in einem Fort geredet von neurologischen Funktionen. Ganze Filme über wissenschaftliche Hirnforschung, wo nahezu kein allereinziges Mal das Wort Geist oder Bewusstsein fällt. Das wird komplett ignoriert. Und wenn, dann in einen ganz falschen Kontext gebracht. Es ist an diesem Dogma, dass du Gehirn bist und das Gehirn denkt, rüttelt keiner. Zumindest kein Materialist. Und ich frage dich, wer denkt sich das Gehirn aus? Wo ist das Gehirn, wenn du es nicht denkst? Und kann das anders sein, wie du dir es denkst? Und damit erhebst du dich in einen Bereich, der nicht mehr fassbar ist, weil jetzt bist du automatisch in der geistigen Welt. Du bist Geist. Und ein bisschen, wenn du ein Geistesfunk bist, merkst du, wir reden hier wirklich von keiner esoterischen Spinnerei, weil du kannst dir das vollkommen bewusst machen. Mach dir bewusst, dass dieses Ich, das ich zu sein glaube, ich als wahrnehmender Geist, ich existiere auch, wenn ich nicht an meinen Körper denke. Ich sehe, ohne dass ich an meine Augen denke, und ich denke, ohne an mein Gehirn zu denken. Jetzt ist die Frage, was für ein Wahn ist eigentlich in mir drin, wenn ich glaube, ich denke mit meinem Gehirn. Existiert es überhaupt, wenn ich nicht dran denke? Und das ist jetzt, was ich die Petitio Principi der Naturwissenschaft nenne, dass das zwar alles unheimlich logisch ist, solange du die Grundannahmen, die hier einfach in den Raum gestellt werden, solange du das akzeptierst, wenn dir mal klar ist, dass es keine Möglichkeit ist, zu beweisen, ist das ganze naturwissenschaftliche Weltbild ein riesengroßes Kartenhaus, wo die unter den Karten fällen.
wo ich ja mit meinem Copernicus euch erklärt habe, wie sieht der Copernicus oder die ganzen, wer hat als erstes Sauerstoff, Stickstoff und so weiter entdeckt? Und wer, wie messe ich eigentlich, wenn du in der Chemietabelle reinschaust und du schaust dir mal an, dass die jetzt erst einmal dir genau sagen, wie die Elektronen sich hier, wie viele Elektronen auf welchen Schalenabständen pro Atom hier drin sind und dass man hier sogar das Gewicht von den Elektronen nachlesen kann, drei Stellen nach dem Komma genau. Und jeder Physiker lernt, jeder Chemiker lernt es auswendig, wenn er sein Chemiestudium, sein Doktor haben will, muss er gut abschreiben. Und jetzt sage ich, zeig's mir. Und jeden einzelnen dieser Leute, wenn der jetzt materialisiert vor dir sitzt als normale Person, fragt den, ob er das jemals gesehen hat, aber bloß geistlos nachbleibt und sich das so vorstellt. Und dann soll er sich mal die Gedanken machen, ob der Lehrer, der ihm das erzählt hat, ob der das gesehen hat oder ob der bloß nachplappert. Und die Kette wird jetzt dann irgendwo abgeschlossen. Zum Beispiel, wie messe ich eigentlich Lichtgeschwindigkeit? Wie messe ich die Geschwindigkeit von etwas, was du nicht sehen kannst? 1849, Fitzjohn. Der hier ja genau das misst, in 8 1/3 Kilometer Entfernung einen Spiegel aufstellt und ein Zahnrad mit 270 Zähnen. Das ist sein Experiment. Du musst dir das einmal in die Zeit, was für Möglichkeiten waren, das nachbauen, nachkonstruieren. Aber was natürlich interessant ist, die Zahlen, wieso nimmt jetzt gerade ein Zahnrad mit 270 Zähnen? Dass hier dann die Drehungsgeschwindigkeit bei genau 1444, die 144 ist interessant, wenn du schaust, da steht Adam, dass natürlich durch die 72 Zähne, wenn du das dann, dass hier genau diese Kombinationen, wie kommt er genau, wieso stellt er den Spiegel genau 8 1/3 Kilometer weg, um die Lichtgeschwindigkeit zu messen? Ganz nebenbei erwähnt, der Satz in der Bibel, und Gott sprach, es ist Licht und es ist Licht. Die Buchstaben zusammengezählt gingen genau 813. In einem Physikbuch, wenn du nachlesen tust, das Licht mit diesen Formen der Physik von der Sonne bis zur Erde braucht genau 8 1/3 Sekunden. Und er hat jetzt zufällig 1800, jetzt ist es diese Werte, liegen in einem ganz anderen Bereich, wo du deine Vergangenheit dir konstruierst aufgrund dieser Zahlen, obwohl die aus dem Fraktal aus was ganz was anderes entspringen. Das ist so. Das kannst du jetzt überprüfen. Du kannst in einem Physikbuch nachschauen und feststellen, das Licht braucht von der Erde zur Sonne oder von Sonne zur Erde 8 1/3 Sekunden. Dann ist es das eben in dem Vers, es ist Licht und es ist Licht, genau die Zeichen genau 813 ergeben. Und jetzt die erste Messung der Lichtgeschwindigkeit, der den Spiegel 1849 genau 8 1/3 Kilometer aufgestellt hat, in den Abstand, um die Lichtgeschwindigkeit zu messen. Mit den ganzen biblischen Zahlen, wenn ich dir zeige, da ist die ganzen biblischen Formen drin. Und das ist natürlich, dass da keinen übergeordneten Geist gibt, der die Fäden in der Hand hat. Nee, ist alles Zufall. Ist alles, was ich dir mit der Sprache mache, das ist wirklich nur rein zufällig aus unartikulierten Tierlauten der Urzeit entstanden. Und da muss ich sagen, irgendwann einmal, wenn du einen Hauch von Geist hast, hakst du dieses bisherige Wissen als geistlos ab. Was auch immer neu kommen mag, aber das kann es nicht sein. Und du wirst immer mehr merken, dass nichts geistloser ist, wie egal was, was am Materialismus hängt, sagt, ich bin ein Gehirn und immer daran denken, dass das für dich selber, es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Wenn ich jetzt das hier mit voller Wucht fallen lasse, wird es klirren machen, es wird zerspringen, ich muss mir das nicht beweisen. Im ersten Selbstgespräch sage ich schon, das kleine Ich, das sagt, ich glaube das, ich sehe ja, dass es so ist. Das beobachtende Ich erkennt immer mehr, dass das kleine Ich das, genau das zu sehen bekommt, was im tiefsten Innern in dem Programm geglaubt wird. Also wenn du die Welt verändern willst, musst du zuerst einmal deinen Glauben umstellen. Also wenn du die Welt verändern willst, musst du zuerst einmal deinen Glauben umstellen. Was ich natürlich hier Schutzfunktionen drin habe, das ist immer, wo ich sage, was überhaupt nicht funktioniert, ist jegliche Form von Kaufmannsdenken. Du hast die Freiheit im Gegensatz zum Computer. Ein Computer muss immer logisch sein. Was unterscheidet dich von einem Computer, sage ich? Wenn du Intellekt bewundern willst, setz dich an deinen Computer und geh ins Internet. Und dann wirst du hier mit Daten, es wird kein leiblich-fleischlicher Mensch wird dir das bieten können an Wissen und an Fragen beantworten in diesen breit gefächerten Themenbereichen wie ein Computer. Aber du wirst doch nicht glauben, dass diese Maschine in irgendeiner Form einen Hauch von Geist hat. Das ist der Unterschied. Geist ist nicht die Wahrnehmungsfähigkeit und die geistliche Flexibilität, das Fühlen können und das sich inspirieren lassen können. Das ist ein Computer, kann ich programmieren, aber der kann damit nichts anfangen, weil der kann nichts füllen. Also wenn ich dann in einer Wissenschaftssendung zum Beispiel lese, dass in Cambridge eine deutsche Doktorin übrigens, hat einen Professorstuhl jetzt gekriegt und gibt eine in Cambridge jetzt eine deutsche Professorin, Professor, Doktor sowieso, im Namen weiß ich nicht mehr, und das ist der erste Lehrstuhl der Welt, lass dir das auf der Zunge zergehen, kein Witz, für Roboterdiologie. Was ist dann das?
Es ist, weil jetzt hier natürlich die Frage kommt, die künstlichen Intelligenzen sind mittlerweile so weit fortgeschritten, dass wir irgendwann nochmal in den Bereich der Theologie reingehen. Wann sind es Lebewesen? Dieser berühmte Data bei Star Trek. Wann kommt dieser Punkt, wo das finde ich ja klasse, der Data, der große Freund, wenn man das schon mal angeschaut hat, weil er keine Gefühle hat, aber immer menschlicher werden will. Vorige Woche hat er sich übrigens verliebt. Was natürlich, dann hat er hier, er kann keine Gefühle nachmachen, aber er hat dann ganz in seinen Speicher Liebesromane abgerastert, wie er sich verhalten muss, wenn er verliebt ist. Jetzt ist, pass auf, es ist einfach Materie, kann nichts fühlen, kann nichts empfinden. Das heißt, so sehr du auch einen Roboter, ein Computerprogramm, eine KI aufbläst, die kann in der Illusion immer echt erscheinen. Aber es ist ganz einfach so, dass Fühlen und Empfinden nur Geist kann. Und das, was Geist ist, muss ich erst einmal begreifen, dass Geist kein Gehirn ist, weil das Gehirn genauso was ausgedachte Materie ist wie alles andere auch. Ich muss nicht wieder auf mein Phantomschmerzbeispiel zurückgreifen, wo ich sage, hier mich juckt der Fuß, obwohl der nicht da ist. Mein Gehirn gaukelt mir vor, dass der noch dran ist und darum spüre ich das da unten. Das ist immer wieder mein Golfballbeispiel. Mhm. Es ist, was du wahrnimmst und was du empfindest, ist hier und jetzt in deinem Bewusstsein. Und dein Bewusstsein hat keine räumliche Ausdehnung. Es wird aber dir so erscheinen, wie du dir es denkst. Und darum kannst du dich ausdehnen. Das heißt, wenn ich sage, mach dir kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel oder da drinnen auf der Erde, heißt es nicht, dass du dir nichts ausdenken darfst. Damit kannst du eine Welt um dich herum erschaffen. Eine eigene Welt. Nämlich eine Welt, die du dir ausdenkst. Die kannst du dir riesengroß denken. Was aber nichts daran ändert, dass das Ganze trotzdem ein Universum ist. Das ist alles in eins gekehrt, was ich mir ausdenke. Und dass das, was ich um mich herum, und jetzt zeigt sich auch mit der Raumzeit, um mich herum in Raum und Zeit verstreue. Ich kann mir jetzt was weit weg denken von mir oder in die Vergangenheit denken oder in die Zukunft denken. Und das sind eigentlich nur logische Operationen. Pass auf, angenommen, ich nehme mal die Ziffern, ganz abstrakt, die Ziffern 5 und 3. Die kann ich unterschiedlich verknüpfen. Ich kann sagen 5 plus 3, 5 minus 3, 5 mal 3, kriege ich andere Ergebnisse. Bleiben die zwei selben Ziffern. Jetzt denk dir einfach, das, was du jetzt wahrnimmst, das ist die 5. Das ist deine jetzige Realität. Und wir sagen jetzt, das geistige Bild im Hintergrund nennen wir 3. Und dieses Bild, da machen wir jetzt mal ein ganz statisches Bild, in dem Moment, wo du daheim losgefahren bist, in dem Moment, wo du bei dir zu Hause heute Morgen aus der Haustür rausgegangen bist. Okay? Dieser Moment ist das eine Bild, die 3, und das andere Bild ist die 5. Und du kannst jetzt diese beiden Bilder so verknüpfen, dass du zum Beispiel, ich sage, jetzt denk einmal ganz, ganz gezielt an heute Morgen, wie du losgefahren bist. Dann hast du das Gefühl von Vergangenheit in dir. Okay, jetzt denk einmal an deine Haustür und denk einfach einmal, mach dir das Gefühl bewusst, wie weit es weg ist. Jetzt hast du kein Zeitgefühl, sondern du glaubst, dass es irgendwo da außen ist, ein Gefühl von Entfernung. Jetzt könnte ich sagen, jetzt denk dran, dass du wieder heimkommst und wieder reingehst. Dieselben zwei Bilder, jetzt, real, und dieser Gedanke an deine Haustür. Und jetzt hast du das Gefühl von Zukunft. Das heißt, das sind dieselben Bilder, kannst du, je nachdem, wie du die jetzt interpretierst, und das macht die Grammatik, kannst du das Gefühl einer räumlichen Entfernung, wo du in dem Moment überhaupt kein Gefühl von früher oder später hast, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, denke mal, warst du schon mal in Eiffelturm in Paris, dann denkst du jetzt nur diesen Paris, aber nicht, dass ich da früher war. Okay, wenn ich jetzt gezielt sage, erinnere dich einmal, wie wir in Paris waren, dann kriegst du das Gefühl von Vergangenheit, oder ich sage jetzt, wenn mir dann nächste Woche muss ich wieder. Das sind nur Gefühle, aber das wird jetzt gedacht. Darum ist die Grammatik so wichtig. Die Grammatik bestimmt nämlich ganz einfach die Gefühle von Raum und Zeit um dich herum. Das ist jetzt gedacht, aber ich kann, ich werde und ich habe. Und dann diese Zeitformen kann ich dann nochmal die Perspektiven verändern. Das drückt die Sprache über die Grammatik aus und dies momentan kann da die ganz wasch sein. Darum gibt es ja im Hebräisch keine Grammatik in dem Sinn. Das viele im Neuen schon. Aber es gibt, was ja hier in der Grammatik drin ist, es gibt in erster Linie ein Perfekt und ein Imperfekt. Und das Perfekt ist praktisch eine abgeschlossene Handlung und eine imperfekte Handlung, wobei ich dann natürlich auch in den Farben spiele. Bei ihm hast du ja noch das einmal als Verneinung. Hast auch mehr, wo ich dann einmal sage, imperfekt, heißt alles im Meer, was auftaucht, ist perfekt. Darum mache ich das Perfekte manchmal blau und manchmal rot. Wobei Barry ja wieder das Wissen ist, das du erwächst, ist eine Facette in ein Eck, perfekt. Die sich spiegelt, schau dir mal das Wort perfekt an. Das Wissen, das du erwächst, BR, ist eine Facette in ein Eck, das du spiegelst. Perfekt. Imperfekt. Mein Gott. Steht doch alles da. Merkst du das? Ja. Jedes einzelne Wort ist absolut selbsterklärend mit dem kleinen Prinzip.
Also es ist nicht ein zufällig Recht gehabt, ich scheiß dich zu, wenn du willst. Wir können ja Chinesisch reden miteinander, zeig dir, es funktioniert auch in Chinesisch. Weil die Welt, die baut auf einem Konstrukt, aus einer Eins auf, ein Bild, das zerspringt in Stücke. Und darum sind auch diese Maße, wenn dann immer kommen, die Erdmaße und die Mondmaße und das Ganze und die Pyramidenmaße, das sind nur, wie wenn du jetzt ein klassisches Mandelbrot-Fraktal auffächerst. Und dann siehst du einen kleinen Strudel und jetzt fokussierst du dich rein und dann kommen immer wieder dieselben Strukturen. Und das sind genau diese Zahlengesetze, wo diese Maße, das sind nur immer, beim Auffächern ist es in der Pyramide, in den vielen, vielen Sachen. Da gibt es übrigens eine ganz, ganz lustige Metapher dazu, und zwar ist von Coce Bendel, Roman. Umberto Eco. Umberto Eco. Ist ja ein, jetzt raumzeitlich gedacht, ist das ja an und für sich ein Semantikprofessor an der Universität in Bologna, also ein Sprachforscher. Und die berühmten Sachen, wenn man jetzt zum Beispiel hier das berühmteste, im Namen der Rose, das von Coce Bendel, wenn du das jetzt den Roman liest, weil ich ja gesagt habe, also meine Ausführung, bei dir, ich habe immer von hinten bis vorne angestrichen, da sind sie so geil drauf, kannst du dich dem Film, das ist ungefähr der Film zum Buch, wenn du den Film kennst, was ein schöner Film ist, wenn du mit Holofeeling das Buch lesen kannst, das ist ungefähr zum Film, wie wenn du in Klappentext von der Videokassette lesen wirst. Das ist der Film zum Originalbuch, ja. Vor allem wenn du es mit Holofeeling liest. Das ist ein Feuerwerk an Wortauffächerungen, an Spaßigkeit. Wenn du es lesen kannst, das gilt aber für alles. Also selbst für Magnituden zu, egal was du mir gibst. Kann mir mal einen Spaß machen, dass du mir irgendwas herholst und dann zeige ich dir, was da drauf steht. Aber lass uns den Ego machen. Der Ego, das Foucault'sche Pendel, der kommt dann irgendwann einmal, ist ja Physiker, kommt dann irgendwie. Dann kommt irgendwann einmal, ich mache nur ganz kurz eine Szene, kommt ein Meister ins Spiel. Das ist so ein Typ ungefähr wie der Udo, der taucht immer wieder auf und wo man dann sehr, sehr schnell merkt, dass der Zeitreisen ist, der also hier einen totalen Überblick hat. Und da gibt es in Italien gibt's so Loshäuschen. Loshäuschen, so wie bei uns Telefonzellen. Ich mache mal Telefon, unsere alten Telefonzellen. Und diese unsere Telefonzellen waren ja genormt, wie wir die gelben Zellen noch hatten. Und gibt die staatliche Lotterie in Italien, haben kleine Loshäuschen und die sind alle gleich. Und da kommt hier dann ins Gespräch mit den Pyramiden und wascht die Maße. Und dann geht der Meister so ans Fenster und dann sagt er, schau, da unten ist dieses Loshäuschen von der staatlichen Lotterie, die sind genormt. Und dann legt er los, ich habe jetzt die Zahlen nicht, aber wenn der das nachlesen will, der sagt, schau, die ganzen sind genau so und so lang, so und so hoch. Das ist genau übrigens glatte Zahlen, das ist das so und so vielfache von Erdumfang, das ist das und das und das. Würdest du jetzt behaupten, das ist ein heiliges Bauwerk? Weil das selbe Spiel machen kannst mit den Loshäuschen, rein zufällig. Weil das genau passt. Das ist immer wieder, würdest du behaupten, das ist übrigens ganz, ganz gigantisch, der Sephirot-Baum. Der wird von dem Meister erklärt mit dem Ottomotor von einem Auto. Die 10 Sephirots, diese Erklärung im verkorkschen Bändel, ich will jetzt da nicht drauf eingehen, sonst müssen wir so ins Detail gehen. Das ist nur der Ottomotor, der Meister erklärt den Ottomotor und erklärt dem, dass das ein kabbalistischer Sephirot-Baum ist. Übrigens, die Kapitel heißen erstes Kapitel Keter, zweites Kapitel Kogma, drittes, was natürlich jetzt, ich garantiere dir, dass hier jetzt raumzeitlich gedacht, weil das ja auch ein Bestseller war, dass 99% der Leser gar nicht wissen, was in der Tiefe eigentlich darum geht. Okay. Esoteriker wissen natürlich, Sephirot-Baum, Kabbala, das geht hier, wird gar nicht groß beschrieben. Das kriegst du mit, wenn du dich auskennst. Weil du immer nur das herauslesen kannst, was du mit Intellekt reininterpretierst. Und jetzt ist das Schöne, der ist ja in dir drin. Du musst diese Trennung aufgeben, zu glauben, ich müsste was lernen. Das ist ganz einfach, du musst die verborgene Harmonie der Dinge, Alice im Wunderland, die will zum Schloss, die will unbedingt zum Schloss und rennt. Und umso schneller sie dahin will, umso weiter entfernt sich das Schloss. Und irgendwann gibt sie einfach auf und bleibt stehen. Und in dem Moment, wo sie aufgibt, macht es Schwupp und sie ist im Schloss innen. Das Einzige, was ich jetzt natürlich mich immer überraschen lassen muss, wann gibt der Klaus auf? Ich bin dran. Der Klaus fühlt sich noch zu wohl in seinem Spiel. Da ist so lang Spaß, solange du wiederholst und es macht Spaß. Ich werde tausende Mal was wiederholen, wenn ich immer Spaß dran habe, ist es doch wurscht. Problematisch ist, wenn man ständig was wiederholt und es kotzt dann an. Oder manche drehen im Kreis. Er kann ja nicht einmal sagen, dass ihn sein Leben ankotzt. Er wartet mit aller Gewalt, du drehst täglich, grüßt das Murmeltier und wartest jeden Morgen auf Wunder. Und da kommt natürlich die verborgene Harmonie, das stimmt oder stimmt.
Und das ist natürlich die verworrene Harmonie der Dinge. Ich habe euch so oft gesagt, ihr kriegt von mir nicht das zu sehen, was ihr wollt, sondern das, was ihr im tiefsten Innern glaubt. Und das Erste, was dir klar machen muss, alles, was du willst, glaubst du ja nicht, dass du es hast. Sonst würdest du ja nicht wollen. Und das ist das große Problem. Du bekommst es, wenn du es nicht mehr willst. Aber wenn du nichts mehr willst, ich sage, wie kann ich mich wunschlos glücklich machen? Und der einfachste Weg ist, dass du mal wünschst dir doch einfach nichts mehr. Das ist der Satz, fordert dein Wille geschehe. Er weiß doch viel besser, was für mich gut ist. Und da kommen wir jetzt zu dem Wort Liebe und Liebsein. Wenn du jetzt im weltlichen Sinne ein Vater bist und Kinder erziehst und du willst, dass deine Kinder dich lieben, du willst immer bloß lieb sein, dass die ja nicht böse sind auf dich, sauer auf dich sind, musst du ihnen jeden Wunsch erfüllen, nicht widersprechen, musst ihnen alles rausgehen lassen, dann wirst du feststellen, dass das absolute Ziel für Versorger werden. Und wenn du deine Kinder liebst, dann wirst du aus der Sicht der Kinder nicht immer unbedingt der Idealvater sein. Es gibt natürlich hier eine sehr große, weil wenn du die liebst, musst du auch aber mal mit einer gewissen Strenge, was das eine das andere nicht ausschließt. Ich habe immer so als Bild mein Erich vor Augen, weil das ist einer der wenigen, wo ich sagen muss, der hat seine zwei Kinder so super erzogen, dass der auch immer Respektperson war. Das ist bis zu einem gewissen Punkt gegangen, ich muss ja bloß einen Blick aufsetzen, da wissen sie genau, hier kann man noch schägern, aber jetzt ist Sperrzone, dann haben sie es sofort weg, weil sie wissen, jetzt geht es einen Schritt zu weit. Und das ist, wenn man dann größer ist, dann wirst du feststellen, dass die Kinder dir unheimlich dankbar sind. Von Kleinen, wenn sie dann merken, dass das gut war. Wenn sie selber die Einsicht haben, die Reife haben, was aber beim Kleinen, der nur Blatt und jede Kleinigkeit will, und dann, was ist denn los, was hast du denn, und ja, nichts hin. Und das ist ja die Große, die machen sich alle ihre eigene Hölle selber, und dann gehen sie zu Spezialisten. Und die Spezialisten sind natürlich immer so. Der Satz, jedes Ich, das sich schlecht fühlt, psychisch wie physisch, weil die immer genau sagen können, dieses Ich weiß immer, wer dran schuld ist, dass es ihm scheiße geht. Kannst nachvollziehen. Entweder habe ich jetzt Kreuzschmerzen, ich habe einen eitrigen Zorn, ich war auf der Arbeit gemobbt und jetzt ist das scheiße und das Wetter. Es ist immer was schuld, und solltest du nicht wissen, was dran schuld ist, rennst du sofort zu einem Spezialisten oder willst von irgendjemandem Fachmann gesagt bekommen, wer oder was für eine Drecksau dran schuld ist, dass dir schlecht geht. Wer nie dran schuld ist, bin ich. Weil mir geht es ja schlecht, ich tue mir ja nicht selber weh. Das ist die Falle. Und du wirst begreifen, der Einzige, der schuld ist, bin ich. Ja. Genau dieses Ich. Dieses erbärmliche, kleine, unbewusste Ich. Das ist die Demut. Und das kriegst du nur in Selbstbeobachtung mit. Wer ist dran schuld, wenn du dich über was aufregst? Wer ist dran schuld, wenn du Zukunftssorgen hast? Pass auf, du sitzt jetzt da an einem vollen Tisch, wenn du was willst du was essen, willst du was trinken, es ist Überfluss da. Und du kannst fast nicht schlafen vor lauter Zukunftssorgen. Du sitzt um dich rum in einem Überfluss und kannst nicht schlafen. Vorsorgen. Ich sorge, Sorgen, Sorge, ich sorge für morgen. Sorgen heißt ja erschaffen auch. Ich sorge dafür, dass dieses und jenes ist, das Sorgen, Sorgen. Und jetzt ist es, das ist hier das erste große Problem, und jetzt kommen wir jetzt wieder diesen Sprung. Ich renne so ein Privat, ich habe Riesentrabbel mit meinem. Und jetzt muss ich natürlich hier, ich bin ja nicht schuld. Und mein Kind ist sowieso nicht schuld. Der ist hyperaktiv. Kennst du das? Die haben ja alle keine Fratzen, die schlecht erzogen sind. Die 90% haben hyperaktive Kinder. Ja, genau. Ja, wenn der das merkt, der kleine Fratz, dass ihm das durchgeht, der wäre doch blöd, wenn er es nicht machen würde. Dann wäre er blöd. Ah, ja.